Ja, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu dem Vortrag "Im Anfang war der große Knall". Der Vortrag ist wie immer in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal das Urknallmodell. Um was handelt es sich da eigentlich bei diesem Modell, wie das Universum entstanden sein soll? Der zweite Punkt wird dann sein, Probleme mit der Singularität. Ich werde dann noch erklären, um was es sich da handelt. Dritter Punkt ist dann das kosmologische Prinzip. Der vierte ist dann noch mehr Probleme mit dem Urknall. Dann kommt das biblische Modell im Gegensatz zum Urknallmodell und zum Schluss das Universum und Sie. Aber wir fangen zunächst einmal mit dem Urknallmodell an. Einfach mal mit zwei Zitaten, hier zum Beispiel aus dem Handy Space Answer Book. Zitat: Vor 15 oder 20 Milliarden Jahren ereignete sich ein großer Knall, eine Explosion, die das Universum erschuf. Das Universum begann als ein unendlich dichter, heißer Feuerball, eine Verschlüsselung von Raum und Zeit. Oder hier im Discover Magazine: Das Universum brach ins Dasein hervor aus dem völligen Nichts, 0,nichts. Und als es größer wurde, füllte es sich sogar mit noch mehr Stoff an, der aus dem absoluten Nichts kam. So wird es also in der Öffentlichkeit gerne verkauft. Aber wie kommt man jetzt eigentlich darauf, dass das Universum aus einer Singularität, also aus einem Punkt entstanden sein soll? Der Kosmologe Professor André Linde sagt Folgendes: Man mag sich die Frage stellen, was war vorher? Wenn die Raumzeit noch nicht existierte, wie konnte dann alles aus nichts entstehen? Also selbst der Vertreter der Evolutionstheorie hat eigentlich ein Problem mit dieser Theorie, wenn er genau darüber nachdenkt. Und es ist eigentlich so, dass dieses Urknallmodell kein rein wissenschaftliches Modell ist. Die zugrunde liegende Physik und Mathematik sind zwar wissenschaftlich begründet, aber das Modell kommt nicht ohne zusätzliche philosophische, das heißt nicht beweisbare Annahmen aus. Und das bestätigt uns hier zum Beispiel der 2018 verstorbene Physiker Stephen Hawking. Zitat: Wir sind jedoch nicht in der Lage, kosmologische Modelle aufzustellen, ohne zusätzliche weltanschauliche Annahmen. Das ist etwas, was man in der Regel nicht so weiß oder nicht so hört, dass also hier Annahmen dahinter stecken, die man gar nicht beweisen kann. Und ohne diese Annahmen funktionieren die Modelle gar nicht. Also man hat im Prinzip Philosophien. Ja, also wenn hier die Philosophen diskutieren und verschiedene Ideen haben, dann heißt es ja noch lange nicht, dass das, was die alles diskutieren, alles richtig ist. Das Urknallmodell hat eine Hauptannahme, und die habe ich jetzt mal dargestellt in einem Satz oder in zwei Sätzen. Und zwar lautet diese Hauptannahme: Das Universum begann in einem einzigen Punkt. Ausgehend von diesem Punkt dehnte sich das Universum bis auf die heutige Größe aus. Das ist sozusagen die Grundannahme, dass es mal ein Punkt war und sich ausgedehnt haben soll. Man spricht hier, wie gesagt, von der Singularität, wo das alles losgegangen sein soll. Und dann ist natürlich jetzt die Frage erlaubt, wie kommt man jetzt eigentlich auf die Idee, dass sich das Universum von einem einzigen Punkt aus ausdehnte? Und die Antwort ist, dass man beobachtet, dass egal in welche Richtung man im Weltall schaut, das Licht der uns umgebenden Galaxien rötlich erscheint bzw. in den roten Teil des Lichtspektrums verschoben ist. Wir haben hier unsere Erde oben rechts im Bild und eine Beispielgalaxie links im Bild. Die Galaxie ist ein gewaltiges Gebilde, das aus durchschnittlich 100 Milliarden Sternen besteht. Unsere Erde kreist um die Sonne, die Teil einer solchen Galaxie ist, die man auch Milchstraße nennt. Aber was wir hier jetzt in dieser Abbildung sehen, ist also eine Galaxie, die relativ gesehen zu unserer Erde ruht oder sich fast gar nicht bewegt. Und deswegen ist das Licht jetzt hier in unserem Beispiel gelb oder im Mittel gelbes Licht. Wenn die Galaxie sich jetzt insgesamt von uns entfernt, dann verschiebt sich das Lichtspektrum in den roten Teil des Lichts. Und wenn sich die Galaxie nähert, dann verschiebt sich das Lichtspektrum ins Blaue. Das ist ein Effekt, den kennen wir alle, der sogenannte Martinshorn-Effekt. Ähnlich wie eben beim Auto mit eingeschaltetem Martinshorn, das sich vom Beobachter weg bzw. auf ihn zubewegt. Das heißt, nach vorne in der Bewegungsrichtung des Autos ist die Wellenlänge verkürzt, der Ton also höher. Aber nach hinten, gegen die Bewegungsrichtung des Autos, ist die Wellenlänge verlängert, der Ton also niedriger. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche, was man beim Licht hat, nur um das zu veranschaulichen, was man hier eigentlich ausnutzt, welchen Effekt. Wenn man jetzt erstens die Annahme macht, dass diese Rotverschiebung dadurch verursacht wird, dass sich das Universum als Ganzes ausdehnt und quasi die Galaxien mitnimmt, sodass diese sich dann von uns wegbewegen, und wenn man zweitens annimmt, dass diese Ausdehnung immer schon vorhanden war, dann ergibt sich ein Universum, das sich ursprünglich von einem Punkt ausdehnte. Also mit anderen Worten, diese Hauptannahme des Urknallmodells, diese Ausdehnung von einem Punkt, die beruht in Wahrheit auf zwei Unterannahmen. Die erste Unterannahme ist, dass die Rotverschiebung des Lichts auf die Ausdehnung des Universums zurückzuführen ist. Aber, und das ist schon mal ganz wichtig, dass man das weiß, das ist nicht die einzige Erklärungsmöglichkeit. Eine zweite Erklärungsmöglichkeit ist, dass das Universum selber eigentlich stillsteht und sich nicht ausdehnt, sich aber stattdessen die Galaxien alle von uns entfernen. Das können wir eigentlich gar nicht sagen, weil wir nicht einfach in ein Raumschiff einsteigen können, wie in den Science-Fiction-Filmen und da durchs Weltall flitzen. Das wissen wir gar nicht. Das könnte also auch so sein. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass die Rotverschiebung eine ganz andere, bisher noch unbekannte Ursache hat, die damit zu tun hat, dass das Licht von entfernten Galaxien große Strecken zu uns zurücklegen muss. Ein solcher Vorschlag wurde von dem Schweizer Physiker Fritz Zwicky bereits im letzten Jahrhundert gemacht. Und da gibt es den Begriff der Ermüdung des Lichts. Eine andere Erklärung hat mit der Verspannung des Raums zu tun und wurde von dem zeitgenössischen australischen Physiker Russell Humphreys vorgeschlagen. Der Entdecker der Rotverschiebung, der Edwin Hubble, stand dieser dritten Möglichkeit offen gegenüber. Hier ist ein Zitat von ihm, das ist der Astronom Edwin Hubble, der diese Rotverschiebung als erster entdeckt hat. Er sagt, die Möglichkeit, dass die Rotverschiebung auf eine andere Ursache zurückzuführen ist, die mit der langen Zeit oder der großen Entfernung beim Durchlaufen des Lichts vom Nebel zum Beobachter zusammenhängt, sollte nicht leichtfertig ausgeschlossen werden. Das heißt, Hubble hat sich in der Interpretation seiner Messdaten eigentlich gar nicht festgelegt. Stattdessen hat er einfach in einem Diagramm die Rotverschiebung gegen die Entfernung der Galaxien aufgetragen. Also wie hier, wir haben hier auf der X-Achse die Entfernung, hier Millionen Lichtjahren und nach oben die Rotverschiebung. Aus dem Diagramm sehen wir, dass die Rotverschiebung mit zunehmender Entfernung zunimmt. Und die Vertreter des Urknallmodells nehmen in der Regel an, dass das darauf zurückzuführen ist, dass sich die am weitesten von uns entfernten Teile des Universums von uns am schnellsten entfernen. Das ist die erste Unterannahme. Die zweite Unterannahme des Urknallmodells ist, dass sich das Universum schon immer ausdehnte. Das wissen wir ja gar nicht, ob das schon immer so war. Wir beobachten das ja nur jetzt, momentan. Nur dann kommt man nämlich durch Extrapolation oder Zurückrechnen in die Vergangenheit zwangsläufig zu dem Schluss, dass das Universum in einem Punkt begonnen haben muss. Diese zweite Annahme kann aber falsch sein. Das Universum hätte sich nämlich irgendwann in der Vergangenheit von einer bereits vorher existierenden Größe aus ausdehnen können. Und die Ausdehnung von einem Anfangspunkt aus wäre nur fiktiv. Ich habe das mir hier veranschaulicht. Wir sehen hier den Fall ohne einen Anfangspunkt. Das Universum gab es einfach schon vorher und dann begann es sich irgendwann aus einem unbekannten Grund auszudehnen. Die gestrichelten Linien extrapolieren dann zu dem fiktiven Anfangspunkt, den es in Wahrheit dann nie gab. Also man meint sozusagen, es hätte einen Anfang gegeben, aber es hat gar keinen punktförmigen Anfang gegeben. Also das Universum hätte so beginnen können. Falls das Hubble-Gesetz oder das, was Hubble entdeckt hat, eine andere Ursache hat als die relative Bewegung der Galaxien zu uns, etwas, was ja Edwin Hubble nicht ausschloss, kann man sogar zu keinem Zeitpunkt auf eine Ausdehnung des Universums schließen. Mit anderen Worten, das Universum wäre in diesem Fall einfach statisch und unveränderlich. Das hier ist der Fall eines statischen Universums. Das ist immer noch im Rahmen der Rotverschiebung möglich, wenn es eine andere Erklärung dafür gibt, als die, die momentan vorgeschlagen wird. Also wenn man das Fazit mal ziehen darf, die Ausdehnung des Universums von einem Punkt aus folgt gar nicht aus dem Gesetz von Hubble oder aus der Beobachtung von Hubble, sondern sie beruht auf unbewiesenen Annahmen. Und wie wir jetzt im Folgenden sehen werden, bringt die Entstehung des Universums aus einem Punkt, das muss man sich ja vorstellen, das gewaltige Universum soll aus einem Punkt entstanden sein, den es vorher noch gar nicht gab, bringt es schwerwiegende physikalische Probleme mit sich. Aktuelle Urknallmodelle versuchen daher, die Singularität abzuschaffen. Man versucht, das loszuwerden. Aber das generiert neue Probleme. Und da werden wir uns ein bisschen damit befassen jetzt. Der zweite Punkt heißt Probleme mit der Singularität. Die Singularität bedeutet, dass das Universum einen Anfang hat. Ein solcher Anfang in der Zeit ist dem Naturalisten aber eigentlich ein Dorn im Auge. Warum? Ja, wenn Raum und Zeit erst durch den Urknall entstanden, wenn es also sie vor ihrer Entstehung noch gar nicht gab, dann kann man ja keinerlei Aussagen über das davor machen, weil es kein davor gab. Das heißt, man hätte eine Wirkung ohne Ursache. Der Physiker Professor Robert Jastrow sagt Folgendes: Das Universum und alles, was seit Anbeginn der Zeit in ihm geschehen ist, ist ein einziger gewaltiger Effekt ohne bekannte Ursache, im Rahmen des Urknallmodells natürlich. Eine Wirkung ohne Ursache, das ist nicht die Welt der Wissenschaft. Von der Physik her hat das Urknallmodell das zusätzliche Problem, dass niemand sagen kann, was in der eigentlichen Entstehung des Universums passiert ist. Denn in der Singularität waren die Temperatur und die Energiedichte unendlich hoch. Und das führt zu einem Zusammenbruch der physikalischen Gesetze. Deswegen sagt hier der Astrophysiker Professor Joseph Silk, eine Singularität in unseren Gleichungen ist sogar noch schlimmer als die Unendlichkeit. Sie signalisiert einen Zusammenbruch der physikalischen Gesetze. So bricht in der Singularität insbesondere der Energieerhaltungssatz zusammen. Und der besagt einfach, dass Energie nicht aus dem Nichts entstehen kann. Es sei denn natürlich, Gott erschafft übernatürlich. Aber das lehnt der Naturalist ja grundsätzlich ab. Man bezeichnet den Energieerhaltungssatz auch als den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Wenn man jetzt diese Probleme hier, die ich jetzt da angeschnitten habe, vermeiden will, dann muss man was machen? Man muss einen Anfang in der Zeit vermeiden. Und man muss ein ewiges Universum postulieren. Das heißt, es kann dann durchaus geknallt haben, aber es knallte dann eben nicht aus dem Nichts, sondern aus etwas, was bereits vorher da war. Noch einmal Professor Jastrow. Sowohl vom wissenschaftlichen als auch vom philosophischen Standpunkt her scheint die Vorstellung eines ewigen Universums akzeptabler zu sein als die Vorstellung eines vergänglichen Universums, das plötzlich entsteht und dann wieder langsam in der Dunkelheit verschwindet. Aber solche Überlegungen sind nicht neu. Bereits die antiken griechischen Philosophen haben Theorien zu einem ewigen Universum entwickelt. Jetzt zum Beispiel zu nennen der Aristoteles, der 384 bis 322 vor Christus gelebt hat. Dieser Philosoph argumentierte, dass die Welt ewig sei. Alles, was existiere, käme von einem sogenannten Substrat. Und dieses Substrat sei materiell und existiere ewig. Aber ein gravierendes Problem der Idee eines ewigen Universums ist wieder ein Naturgesetz. Und diesmal ist es nicht der erste, sondern der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, gegen den verstoßen wird. Der zweite Hauptsatz wird oft als das fundamentalste aller Naturgesetze bezeichnet. Und sehr schön bringt es hier der Astrophysiker Professor Eddington auf den Punkt. Er sagt, wenn sich herausstellt, dass Ihre Theorie gegen das zweite Gesetz der Thermodynamik verstößt, kann ich Ihnen keine Hoffnung machen. Es bleibt Ihrer Theorie nichts anderes übrig, als in größter Schande in sich zusammenzubrechen. Nun, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt, dass die Unordnung oder die Entropie in unserem Universum immer mehr zunimmt. Der zweite Hauptsatz bezieht sich dabei übrigens nicht nur auf geschlossene Systeme, wie man oft liest, sondern sowohl auf geschlossene als auch auf offene Systeme, also im Endeffekt auf alle Systeme. Wir haben hier die Situation eines Kinderzimmers und da ist die Entropie in dem Beispiel niedrig, das heißt, es ist aufgeräumt, wir haben Ordnung. Und rechts daneben haben wir ein Kinderzimmer, das ist nicht aufgeräumt, da haben wir hohe Entropie, also eine hohe Unordnung. Nun, die Eltern wissen das, die Unordnung nimmt im Kinderzimmer von selbst nie ab, sondern immer nur zu. Man muss eben Energie und Intelligenz hineinstecken, um aus dem Chaos wieder Ordnung herzustellen. Wichtig ist jetzt, dass die Unordnung zunimmt. Und das passiert, indem immer mehr Energie, die für Arbeit eigentlich nutzbar wäre, in ungeordnete Wärme umgewandelt wird. Wir kennen das alles, es entsteht überall Reibungswärme. Also es gibt keine Maschine, die nicht irgendwie Reibung hat, wo also Wärme erzeugt wird und mit Wärme ist es immer schwierig, es geht immer was verloren. Wenn daher das Universum ewig oder unendlich alt wäre, dann gäbe es ja eigentlich schon längst keine für Arbeit nutzbare Energie mehr. Man spricht da vom Wärmetod des Universums. Aber ganz offensichtlich ist das nicht der Fall, weil wir ja noch Maschinen bauen können, die funktionieren. Und daraus folgt, dass unser Universum gar nicht ewig sein kann. Aber trotz dieses gravierenden Problems wurden in letzter Zeit Modelle entwickelt, die von einem ewigen Universum ausgehen. Und eines dieser Modelle ist das sogenannte Quantenpotentialmodell des im Jahr 2018 verstorbenen Physikers Stephen Hawking. Das hat er also kurz vor seinem Tod noch entwickelt. Sein Modell benötigt keine Singularität mehr. Es gab zwar einen Anfangspunkt, von dem aus sich das Universum entwickelte, aber das Universum selbst existierte schon vor dem Urknall in einem anderen Zustand als sogenanntes Quantenpotential. Das ist ein komplizierter Begriff, möchte ich jetzt nicht weiter erläutern, aber als ein Etwas sozusagen, was schon vorher da war. So ähnlich wie dieses Substrat von Aristoteles. Der Astrophysiker Professor Brian Koberlein sagt, der Clou dabei ist, dass das Modell durch die Beseitigung der Singularität voraussagt, dass das Universum keinen Anfang hatte. Es existierte schon immer als eine Art Quantenpotential, bevor es in den heißen, dichten Zustand, den wir Urknall nennen, zusammenbrach. Nun, der Hawking hat also damit wirklich scheinbar das Problem eines Schöpfers gelöst, oder? Der ewige Schöpfer wird jetzt hier durch ein ewiges Quantenpotential ersetzt. Nicht der Schöpfer erschuf das Universum, sondern das Quantenpotential hat das gemacht, indem es im Urknall in sich selbst zusammenbrach und dabei knallte. Der Physiker Professor Paul Davies sagt, die Wissenschaft hat also die Notwendigkeit eines knöpfchendrückenden Schöpfers, der eine Ewigkeit lebt, bevor er zu einem bestimmten Moment ein Universum erschafft, überwunden. Die Gesetze der Physik, die es einem Universum erlauben, sich selbst zu erschaffen, sind noch beeindruckender als ein kosmischer Magier. Wenn es einen Sinn oder Zweck hinter der physischen Existenz gibt, dann sollten wir unsere Aufmerksamkeit eher auf diese Gesetze als auf den Urknall richten. Also er meint, die Gesetze der Physik erlauben es oder haben es erlaubt, dem Universum sich selbst zu erschaffen. Da fällt uns vielleicht hier der Baron Münchhausen ein, ja, der verschiedene Geschichten erzählt hat. Und das ist eine dieser Geschichten, wo er sich selbst am Schopf aus dem Sumpf herauszieht. Dass sowas nicht möglich ist, das wissen wir alle. Das widerspricht der Physik, aber eigentlich ist das genau der Vorschlag von Hawking. Ein Universum, das sich selbst aus einem Zustand heraus erschuf, in dem es weder Raum noch Zeit und auch keine Energie gab, hat ein Problem mit dem Energieerhaltungssatz. Weil vor der Existenz des Universums gab es keine Energie, nachher davon aber riesige Mengen. Wie löst es der Hawking das Problem? Angeblich mit Hilfe sogenannter negativer Energie. Ich zitiere ihn. Und zwar aus einem Buch, das ist ein populärwissenschaftliches Buch, das er also kurz vor seinem Tod noch geschrieben hat. Und da heißt es wie folgt. Stell dir vor, ein Mann will einen Hügel auf einem flachen Stück Land errichten. Der Hügel soll das Universum darstellen. Um diesen Hügel zu machen, gräbt er ein Loch in den Boden und benutzt den Aushub, um daraus den Hügel zu erstellen. Aber natürlich macht er nicht nur einen Hügel, er macht auch ein Loch. Im Endeffekt also eine negative Version des Hügels. Das, was im Loch war, ist jetzt zum Hügel geworden, sodass alles perfekt ausbalanciert ist. Also bildlich so veranschaulicht wie hier, laut Hawking soll die negative Energie dabei im Raum selbst gespeichert sein, Die positive Energie soll sich in der Masse und im Licht bzw. in der elektromagnetischen Strahlung befinden. Hat jetzt der Hawking mit diesem Ansatz das Problem wirklich gelöst? Wenn wir kurz nachdenken, was Hawking verschweigt ist, ja, er verschweigt, dass die Bildung des Hügels in seinem Beispiel eine Ursache hatte, nämlich den Mann. Es war auch ein Werkzeug nötig, die Schaufel. Und es brauchte jede Menge an Erde, das Material. Alle drei existierten in Raum und Zeit, bevor der Hügel gebildet wurde, und sie brauchten auch eine Ursache für ihre Existenz. Mit anderen Worten, Hawkings Modell widerspricht dem Ursache-Wirkungsprinzip. Und natürlich weiß das Hawking, und er behauptet daher, dass auf der subatomaren Skala, also in der Welt kleiner als die Atome, dass da Teilchen tatsächlich ohne Ursache aus dem Nichts entstehen könnten. Er schreibt Folgendes: Auf der subatomaren Ebene betritt man eine Welt, wo es möglich ist, etwas aus dem Nichts zu zaubern. Zumindest für eine kurze Zeit. Das ist so, weil auf dieser Skala Partikel wie zum Beispiel Protonen den Gesetzen der Quantenmechanik gehorchen. Sie können wirklich zufällig erscheinen, eine Weile da bleiben und dann wieder verschwinden, nur um dann woanders wieder aufzutauchen. Also irgendwie so magisch erscheinen da die Partikel. Worauf Hawking Bezug nimmt, sind in Wahrheit gar keine realen Teilchen, sondern sogenannte virtuelle Teilchen. Aber virtuelle Teilchen sind ein theoretisches Konzept, ein theoretisches Gedankengebilde in der Quantenmechanik, um die Wechselwirkung von Elementarteilchen zu beschreiben. Hier zum Beispiel der Physiker Professor Arnold Neumaier, ein Experte in Quantenmechanik, er sagt, virtuelle Teilchen haben eine technische Bedeutung in der Diskussion von Feynman-Diagrammen, aber nicht in Erzählungen, wo sie angeblich ins Dasein springen und wieder verschwinden. Oder der Astrophysiker Ethan Siegel, es handelt sich um virtuelle Teilchen oder anders ausgedrückt um eine Art der Visualisierung von Quantenfeldern in der Natur. Es sind überhaupt keine realen Teilchen. Oder der Physiker Professor Matt Strassler, ganz allgemein ist ein virtuelles Teilchen eine Störung in einem Feld, die man nie alleine vorfindet. Stattdessen ist es etwas, das durch die Gegenwart anderer Teilchen verursacht wird. Ein virtuelles Teilchen ist überhaupt kein Teilchen. Das heißt, der Strassler bestätigt uns hier, dass virtuelle Teilchen keine echten Teilchen sind. Und er erklärt, dass virtuelle Teilchen nur noch reale Teilchen entstehen können. Und ich denke, der Hawking hätte das auch in keiner Veröffentlichung so geschrieben, aber in dem populärwissenschaftlichen Buch hat er sich eben so aus der Affäre wohlgezogen. Aber wenn virtuelle Teilchen nur entstehen können, wenn bereits reale Teilchen vorhanden sind, dann hat Hawking das Problem gar nicht gelöst. Es müsste nämlich bereits ein Universum mit realen Teilchen vorhanden sein, um ein Universum mit realen Teilchen entstehen zu lassen. Ein Quantenpotential ohne reale Teilchen reicht nicht. Also wir haben hier das Henne-Ei-Problem. Also wenn man das zusammenfasst, muss man sagen, dass die Singularität unlösbare physikalische Probleme mit sich bringt. Urknallmodelle, die die Singularität zu vermeiden suchen, führen ebenfalls zu unlösbaren physikalischen Problemen. Die meisten Vertreter des evolutionistischen Modells bleiben beim klassischen Urknallmodell, weil das eben auch physikalisch aus ihrer Sicht das Vernünftigste ist. Jetzt komme ich noch auf einen wichtigen Punkt im Rahmen des Urknallmodells, und das ist das kosmologische Prinzip. Das Urknallmodell macht neben der Ausdehnung des Universums von einem Anfangspunkt noch eine weitere wichtige Annahme. Es nimmt nämlich an, dass das Universum im Mittel homogen und isotrop ist. Das erkläre ich gleich, was das bedeutet. Man nennt es das kosmologische Prinzip. Das kosmologische Prinzip bedeutet, dass das Universum von jedem Punkt aus und in jede Richtung im Mittel gleich aussieht. Es soll keinen bevorzugten Platz geben. Das heißt, es soll homogen sein, und es soll auch keine bevorzugte Richtung geben. Das heißt, es soll isotrop sein. Und insbesondere soll es kein Zentrum und keinen ausgezeichneten Punkt im Universum geben. Also ein gutes Beispiel, was das veranschaulicht, ist homogenisierte Milch. Jede Stelle, wenn wir uns vorstellen, wir tauchen jetzt da in die Milch ein und wir werden ganz klein und schauen uns da in der Milch in jede Richtung um, dann ist es so, dass jede Stelle in der Milch im Mittel gleich ist, und von jeder Stelle sieht es im Mittel in alle Richtungen gleich aus. Aber was bedeutet jetzt die Annahme der Homogenität des Universums ganz anschaulich? Zunächst einmal ist festzustellen, dass aus dieser Annahme folgt, dass das Universum keine Kugel sein kann, die mit Galaxien und Sternen gefüllt ist, weil dann gäbe es ja einen Mittelpunkt dieser Kugel und einen Rand. Um ein Zentrum und einen Rand zu vermeiden, greifen jetzt die Vertreter des Urknallmodells zu einem mathematischen Trick. Sie fügen zu den 3 Raumdimensionen eine 4. unsichtbare Raumdimension hinzu. Unser Universum existiert dann als dreidimensionales Gebilde in diesem 4-dimensionalen Raum. Und dieser Raum wird dann als Hyperraum bezeichnet. Und man kann das veranschaulichen, indem man gedanklich eine Raumdimension mal wegnehmen. Stellen wir uns vor, die Menschen wären ganz flach. Also es gäbe solche Menschen, die ganz flach wären, die auf einem Blatt Papier Platz hätten. Diese Flachländer, die könnten sich nur auf dem Papier hin und her bewegen, aber die könnten niemals aus dem Papier nach oben oder unten heraus. Also so etwa wie hier, die wären jetzt da lebendig und die wären da drin eingesperrt sozusagen in diesen 2 Dimensionen und könnten da nicht raus. Wenn man jetzt ein solches Blatt Papier zu einer Kugel formt, dann bekommt man ungefähr ein Bild dafür, wie sich die Urknallvertreter des Universums vorstellen. Es ist eine Kugel, die sich im Hyperraum befindet und alle Galaxien und Sterne sind nur auf der Kugeloberfläche zu finden. Das Innere ist hohl, das ist mit Hyperraum gefüllt. Und wir können uns dann nur auf dieser Kugeloberfläche bewegen und diese niemals verlassen. Und das erläutert hier dieser Wissenschaftler noch einmal. Also im Prinzip ist es einfach so, dass wir 3 Raumdimensionen haben. Wir können uns also nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts, nach oben und nach unten bewegen. Das sind die 3 Raumdimensionen, die wir haben. Aber wir reduzieren das jetzt mal in dem Beispiel um eine Dimension, so wie der hier. Der ist jetzt sozusagen wirklich ganz flach, ist nur zweidimensional. Und dieses Blatt Papier, das wird jetzt zu einer Kugel geformt. Da kommt jetzt noch ein Koordinatensystem drauf. Ja, so sieht es dann aus. Innen ist es hohl, das ganze Universum ist nur an der Oberfläche. Und da rechts unten, da kommt jetzt so ein Männchen rein, das da dann gleich wieder weggeht. Das holt jetzt eine Rakete und wird dann gleich einmal einen kleinen Rundflug starten, um zu demonstrieren, wie in so einem Universum das dann aussehen würde, wenn man da eine Reise macht. Ja, das steigt jetzt da ein und fliegt gleich los. Ja, und wenn es lange genug fliegen würde, theoretisch, dann wird es irgendwann wieder am Ausgangspunkt herauskommen. Egal, wo man sich auf der Oberfläche befindet, das Universum sieht von jedem Platz ungefähr gleich aus, weil die Galaxien in jeder Richtung ungefähr gleich häufig anzutreffen sind. Die Oberfläche hat kein Zentrum und keinen Rand. Man kann also nicht sagen, dass so eine Kugeloberfläche ein Zentrum oder einen Rand hätte. Und man kann im Prinzip ewig auf der Oberfläche herumkreisen und kommt im besten Fall nur wieder im Ausgangspunkt heraus, wie wir gesehen haben. Also hier, das ist unser Universum. Das ist hier zum Beispiel ein Platz, wo wir schauen können. Das sehen wir in verschiedenen Richtungen. Das sieht es genauso oder ähnlich aus wie an einem anderen Platz. Da sich jetzt nach dem Urknallmodell das Universum auch noch ausdehnt, ähnelt das Ganze einem Luftballon, der aufgeblasen wird und auf dessen Oberfläche sich das Universum befindet. Also so in etwa wie hier. Aber die große Frage, war das so? Warum will man eigentlich unbedingt vermeiden, dass das Universum ein Zentrum hat? Was ist da so schlimm dran? Der Grund ist das kopernikanische Prinzip. Galileo, Kepler und Newton machten nämlich die für die Mehrheit der damaligen Gelehrten, wenn wir jetzt ein paar Jahrhunderte zurückgehen, die machten eine schockierende Entdeckung, dass sich nämlich nicht unsere Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Sonnensystems befindet. Also wir haben hier das geozentrische Weltbild, da ist also noch die Erde im Mittelpunkt des Sonnensystems und sogar die Sonne kreist hier um die Erde. Im Gegensatz zu das heliozentrische Weltbild, von dem wir heute wissen, dass es richtig ist, wo eben alle Planeten einschließlich der Erde um die Sonne kreisen. Das geozentrische Weltbild war sehr lange am Existieren. Das wurde von dem griechischen Mathematiker und Philosophen Claudius Ptolemaeus aufgestellt und beherrschte fast 1500 Jahre lang die Sicht der Gelehrten. Man kann sich vorstellen, wenn 1500 Jahre lang eine Meinung vorgeherrscht hat, wie fest betoniert sozusagen die Leute in ihrer Meinung waren. Und als also Galileo, Kepler und Newton etwas anderes verkündeten, da war das schockierend, weil die Gelehrten eben lange Zeit an ein ganz anderes Weltbild geglaubt haben. Und das war so ein Schock, dass der Schock sozusagen bis in die Gegenwart sich fortgesetzt hat. Und die Vertreter des Urknallmodells wollen jetzt diesen Schock, der damals war, zur Zeit von Galileo, Kepler und Newton, den wollen sie nicht wiederholen und nehmen daher an, das ist eine Annahme, dass das kopernikanische Prinzip auf das ganze Universum übertragen werden müsse. Also sie sagen, das gilt jetzt aufs ganze Universum. Und die nennen dieses Prinzip das kosmologische Prinzip. Dieses kosmologische Prinzip hat den für die Naturalisten angenehmen Nebeneffekt, sage ich jetzt mal, dass es Gott nämlich scheinbar ausschließt. Weil ein Universum, das so groß ist, dass unser Sonnensystem bzw. unsere Galaxie sich einfach darin verliert, das weist auch dem Menschen einen scheinbar unbedeutenden Platz im Universum zu. Hier ist der Professor Carl Sagan, ein Astronom. Er sagt, wo sind wir? Wer sind wir? Wir stellen fest, dass wir auf einem unbedeutenden Planeten eines ganz gewöhnlichen Sterns leben, verloren in einer Galaxie, die sich in einer in Vergessenheit geratenen Ecke eines Universums befindet, in dem es weit mehr Sterne als Menschen gibt. Nun, die Vertreter des Urknallmodells sehen sich in ihrer Annahme der Gültigkeit des kosmologischen Prinzips bestärkt durch die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Diese Strahlung wurde erstmals im Jahr 1964 von dem Physiker Arno Penzias und dem Astronomen Robert Wilson vermessen. Hier ist diese 15 Meter Hornantenne, die Strahlung mit einer Wellenlänge von ca. 1 mm entdeckte. Und man hat festgestellt, diese Strahlung kommt gleichförmig aus allen Richtungen im Weltall. Und weil das von überall herkam, nannte man das Hintergrundstrahlung. Die aus allen Richtungen kommende kosmische Hintergrundstrahlung wurde jetzt aber von den Vertretern des Urknallmodells als das Nachglühen des Urknalls interpretiert und als ein Indiz für die Richtigkeit des Urknallmodells gesehen. Also im Prinzip ist es so, dass nach dem Urknallmodell die Temperatur des Universums mit zunehmender Ausdehnung immer mehr abgenommen hat. Das ist also immer mehr abgekühlt sozusagen. Und heute beträgt die Temperatur nur noch eisige 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Das sind minus 270,4 Grad Celsius. Die Strahlung, die dieser sehr geringen Temperatur entspricht, das soll genau das Nachglühen des Urknalls sein. Nun, es gibt Messungen, die Messungen von Penzias und Wilson bestätigen noch wesentlich genauere Messungen. Aber man war überrascht, dass die kosmische Hintergrundstrahlung viel gleichförmiger war, als man eigentlich erwartet hatte. Warum hatte man eigentlich keine so gleichförmige Hintergrundstrahlung erwartet? Wir müssen uns vorstellen, der Grund ist der, weil die Temperatur in dem frühen Universum nicht an allen Stellen gleich gewesen wäre. Es hätte wärmere und kältere Stellen geben müssen. Ja, also wenn es eine Explosion, sage ich mal, ganz bildlich gegeben hätte, dann gibt es eben Stellen, wo es etwas heißer ist und andere Stellen, wo es etwas kälter ist. Und das Problem ist jetzt, diese Stellen, die wären jetzt so weit voneinander entfernt gewesen, dass die Wärmestrahlung in dem sich gleichzeitig schnell ausdehnenden Universum nicht genügend Zeit gehabt hätte, dass die Teile miteinander Wärme ausgetauscht hätten. Ich habe das mal hier veranschaulicht. Wir sehen hier zwei Gläser, eines gefüllt mit eisgekühltem Wasser, das andere gefüllt mit heißem Tee. Wenn die beiden Gläser jetzt einfach nebeneinander stehen bleiben, dann tauschen sie Wärme durch Wärmestrahlung aus. Selbst wenn sie sich nicht berühren. Und wenn man lange genug wartet, wird das Wasser in beiden Gläsern irgendwann die gleiche Temperatur haben. Wenn sich jetzt aber die beiden Gläser so schnell voneinander entfernen, dass die Wärmestrahlung sozusagen nicht mehr hinterherkommt, dann können sie die Wärme nicht mehr austauschen. Und sie kommen nicht auf die gleiche Temperatur. Und das ist das Problem, dann hätte ich quasi Stellen, die zu heiß oder zu kalt sind, keine gleichförmige Temperatur. Und weil es sich hier um ein Problem der mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitenden Wärmestrahlung handelt, spricht man auch vom Lichtlaufzeitproblem des Urknallmodells. Die übliche Lösung des Lichtlaufzeitproblems ist eine Hilfshypothese. Also man zieht wieder eine zusätzliche Annahme aus dem Hut und die heißt kosmische Inflation. Und das kommt vom lateinischen Wort inflare und das heißt aufblasen. Eine Hilfshypothese also. Das ist hier nochmal in dem Bild hier veranschaulicht. Wir haben also die Singularität und kurz danach die kosmische Inflation. Was nimmt man da jetzt an? Man nimmt an, dass in der Anfangsphase des Universums, als dieses noch winzig klein war, dass da alle Teile des Universums noch auf der gleichen Temperatur waren. Dann soll sich das Universum aber in der sogenannten Inflationsphase schlagartig mit Überlichtgeschwindigkeit ausgebreitet haben. Und dadurch blieb dann die ursprüngliche Gleichförmigkeit der Temperatur im Universum erhalten. Um das nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, das Universum soll sich dabei von einer Größe von 1 Millimeter, das ganze Universum, 1 Millimeter, in einem Augenblick auf eine Größe von 10 Lichtjahren ausgedehnt haben. Allerdings, und das ist auch interessant, kann man keinen Grund dafür angeben, warum dieser Prozess begann. Man kann keinen Grund angeben, warum er so schnell ablief und auch nicht, warum er wieder stoppte. Das heißt, es ist einfach nur ein mathematisches Modell, das erfunden wurde, um das Problem zu lösen. Und auch das ist in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Kosmische Inflation ist in der Tat eine nicht überprüfbare Hypothese mit vielen freien Parametern. Und außerdem gibt es verschiedene Inflationsmodelle, die im Prinzip an jede Beobachtung angepasst werden können. Aber ein Modell, das so flexibel ist, dass es durch Beobachtungen praktisch nicht widerlegt werden kann, das ist ja gar keine wissenschaftliche Hypothese mehr. Und das stellen auch immer mehr fest. Hier zum Beispiel der Physiker Professor Steinhardt, der sagt, inflationäre Kosmologie kann, so wie wir sie heute verstehen, nicht mit der wissenschaftlichen Methode überprüft werden. Aber trotzdem war man zufrieden, weil das Problem der hohen Gleichförmigkeit der kosmischen Hintergrundstrahlung, das schien ja gelöst zu sein. Aber dann kam es zu einer weiteren Überraschung, als die Messungen nämlich noch genauer wurden. Man fand jetzt eine schwache, aber deutliche Feinstruktur im Widerspruch zur Inflationshypothese und zum kosmologischen Prinzip. Diese feine Struktur in der Strahlung bezeichnete man als Achse des Bösen. Diese ist für die Vertreter des Urknallmodells unverständlicherweise auf die Bahnebene unseres Sonnensystems ausgerichtet. Also man nennt die Struktur böse, weil sie das kosmologische Prinzip infrage stellt. Aber warum sollte eigentlich die Hintergrundstrahlung überhaupt etwas mit unserem Sonnensystem zu tun haben? Nach dem Urknallmodell ist doch unser Sonnensystem angeblich nichts Ungewöhnliches und einfach eines unter vielen anderen im ganzen Universum. Also sollte man doch erwarten, dass jedes dieser Sternsysteme mehr oder weniger beliebig im Raum orientiert ist. In der Tat ist es so, dass die Ebene unseres Sonnensystems, in der die Planeten um die Sonne kreisen, um einen Winkel von ca. 60 Grad gegen die Ebene der Milchstraße geneigt ist. Wir sehen daher gleich noch ein Bild. Und andere Sternsysteme, aber die haben ganz andere Winkel. Und das zeigt einfach, dass der Winkel eines Sternsystems normalerweise gar nichts mit der Galaxie zu tun hat, in der er sich befindet. Also hier haben wir zum Beispiel die Ebene der Milchstraße und das ist die Ebene unseres Sonnensystems. Hier sehen wir also, wie unser Sonnensystem also angeordnet ist. Da gibt es also unterschiedliche Orientierungen, aber unser Sonnensystem ist speziell ausgerichtet. Also wenn es keinen Zusammenhang mit dem Winkel unserer eigenen Milchstraße gibt, dann sollte es doch erst recht keinen Zusammenhang mit dem ganzen Universum geben. Das ist erstaunlich und hier sagt deswegen auch der Physiker Professor Lawrence Krauss, wenn man sich die Verteilung der kosmischen Hintergrundstrahlung ansieht, stellt man fest, dass die beobachtete Struktur sonderbarerweise mit der Bahnebene der Erde um die Sonne zusammenhängt. Es ist verrückt. Wir betrachten das gesamte Universum und es ist daher nicht möglich, dass es einen Zusammenhang mit der Bahnebene der Erde gibt. Das würde bedeuten, dass wir uns wirklich im Zentrum des Universums befinden. Es gibt noch eine andere Beobachtung, die gegen das kosmologische Prinzip spricht und es betrifft Messungen an Galaxienhaufen. Also Galaxien kommen auch in Gruppen vor, in sogenannten Haufen. Und diese Galaxienhaufen, die senden viel Strahlung aus, insbesondere auch Röntgenstrahlung. Und auch da hat man jetzt wieder eine gleichförmige Verteilung der Strahlung erwartet, aber stattdessen hat man eine nicht gleichförmige Verteilung gefunden in Abhängigkeit davon, wohin man im Universum schaute. Das heißt, das Universum ist nicht isotrop. Das kommentiert hier der Astronom Dr. Konstantin Mikas. Eine der Säulen der Kosmologie ist, dass das Universum isotrop ist, das heißt in alle Richtungen gleich ist. Unsere Arbeit zeigt, dass es möglicherweise Risse in dieser Säule gibt. Ich möchte den Punkt einfach jetzt mal zusammenfassen und dann machen wir eine kurze Pause. Das kosmologische Prinzip ist eine der Säulen der Urknall-Kosmologie. Und es kann nur durch die umstrittene Hilfshypothese der kosmischen Inflation aufrechterhalten werden. Und auch Indizien aus den Beobachtungen stellen es in Frage. Wir haben jetzt schon jede Menge Probleme mit dem Urknallmodell betrachtet, aber wir machen dann ein bisschen weiter. Deswegen heißt der nächste Punkt noch mehr Probleme mit dem Urknall. Damit das Urknallmodell funktioniert, braucht es eine Kraft, die dafür sorgt, dass sich das Universum natürlich ausdehnt. Irgendwie muss die Ausdehnung ja zustande kommen. Und der Physiker Albert Einstein hatte bereits eine solche abstoßende Kraft angenommen. Nochmal hier veranschaulicht, wir haben also hier dieses Urknallmodell, wo sich das Universum ausgedehnt haben soll und diese Ausdehnung braucht ja irgendeine Kraft. In der allgemeinsten Form der Gleichungen zur Relativitätstheorie wurde diese abstoßende Kraft durch eine Konstante beschrieben, die Einstein ursprünglich selber als sogenannte universelle Konstante bezeichnete. Heute spricht man eher von der kosmologischen Konstanten. Interessant ist jetzt, dass Einstein ursprünglich den Wert dieser Konstanten so festsetzte, dass ein statisches Universum möglich wurde. Also ein Universum, das fest einfach so dasteht und sich nicht verändert. Und ein Zusammenfallen des Universums aufgrund der Gravitation, normalerweise ist ja das immer das Problem, wenn da die Masse da ist, dann würde das ja von selber wieder in sich zusammenfallen. Das würde durch diese abstoßende Kraft ausbalanciert werden. Allerdings hatte sein Modell den Nachteil, dass das Universum mathematisch instabil war gegen Störungen und leicht aus dem Gleichgewicht kam. Also es hätte sich nicht sozusagen stabil gehalten, wäre irgendwie wieder in sich zusammengefallen oder auseinandergeflogen. Den Ausschlag haben dann die Beobachtungen von Hubble gegeben. Einstein hat das Hubble-Gesetz oder die Hubble'schen Beobachtungen als Indiz für die Ausdehnung des Universums interpretiert und hat das statische Universum verworfen. Das war allerdings eine Interpretation und kein zwangsläufiger Schluss aus den physikalischen Beobachtungen und Gleichungen. Wieder ein Zitat von ihm. Neue Beobachtungen von Hubble bezüglich der Rotverschiebung des Lichts in fernen Nebeln lassen die Vermutung naheliegen, dass die allgemeine Struktur des Universums nicht statisch ist. Wir sehen schon, also er war sich auch nicht so ganz sicher, deswegen redet er von einer Vermutung. Das Problem der Instabilität eines statischen Universums stellt sich aber überhaupt nur, wenn man Gottes Eingreifen ausschließt. Weil natürlich könnte Gott durchaus das Universum durch seine erhaltende Kraft stabilisieren. Aber Einstein glaubte an keinen Gott, den es getrennt von seiner Schöpfung gibt und der sich noch dazu um seine Schöpfung und seine Geschöpfe kümmert. Einstein glaubte eigentlich nicht an den christlichen Gott, sondern an Spinozas Gott, der eine ewige Substanz ist, also Gott als eine ewige Substanz, aus der alles besteht, einschließlich dem Menschen. Also das Universum ist quasi Gott, so eine Art esoterische Vorstellung kann man sagen. Zitat von Albert Einstein: Ich glaube an Spinozas Gott, der sich in der gesetzlichen Harmonie des Seienden offenbart, nicht an einen Gott, der sich mit dem Schicksal und den Handlungen der Menschen abgibt. Also das war ihm zu primitiv. Er dachte, so einen Gott gibt es gar nicht, der sich um die Menschen kümmert. Mathematisch hat Einstein seine Wahl eines sich ausdehnenden Universums dadurch ausgedrückt, indem er einfach in seine Gleichungen die kosmologische Konstante auf Null setzte. Einsteins Modell eines sich ausdehnenden Universums wurde dann von den Naturalisten übernommen und jahrzehntelang hat man das nicht mehr in Frage gestellt. Aber dann haben die Vertreter des Urknallmodells in jüngerer Zeit einen doch ganz leicht von Null verschiedenen Wert für die kosmologische Konstante, natürlich alles im Rahmen des Urknallmodells, berechnet. Und da kam dann gleich die nächste Überraschung. Die sehr kleine kosmologische Konstante ist extrem genau fein abgestimmt. Das heißt, minimalste Abweichungen davon hätten bereits dazu geführt, dass sich das Universum zu schnell oder zu langsam ausgedehnt hätte. Wenn sich das Universum seit dem Urknall zu schnell ausgedehnt hätte, dann hätten sich die Materiepartikel zu schnell voneinander entfernt und es hätten sich daraus keine Sterne und Galaxien bilden können. Wenn es sich zu langsam ausgedehnt hätte, dann wäre das Universum einfach aufgrund der Gravitation wieder in sich zusammengefallen und es gäbe das Universum heute gar nicht mehr. Indem man wie Einstein ein sich ausdehnendes Universum annahm, war man zwar einem instabilen, statischen Universum aus dem Weg gegangen, hatte sich aber dafür jetzt im Endeffekt ein extrem fein abgestimmtes Universum eingehandelt. Hier ist die Astrophysikerin Sandra Faber. Sie erklärt, dass es für diese Feinabstimmung nur zwei mögliche Erklärungen gibt. Die eine ist, sagt sie, dass es einen Gott gibt. Und dass Gott es ebenso machte. Der einzige andere Ansatz, der Sinn macht, ist die Annahme, dass es wirklich ein unendliches oder sehr großes Ensemble von Universen da draußen gibt und wir uns in einem davon befinden. Obwohl also die Vertreter des Urknallmodells durch ihre Annahmen Gott ausschließen wollten, taucht er nun sozusagen doch wieder jetzt in den Gleichungen auf. Wenn Sie nicht an Gott glauben wollen, müssen Sie also das hypothetische und selbst unter den Naturalisten sehr umstrittene Multiversum glauben. Das ist dieses Ensemble von Universen da draußen, von dem sie spricht. Ich habe einen eigenen Vortrag zu dem Thema Universum oder Multiversum. Statt von der kosmologischen Konstante sprechen die Urknallvertreter auch gerne von der dunklen Energie. Die dunkle Energie soll eine abstoßende Kraft bewirken, sodass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Das soll also diese Kraft sein. Und das Problem ist nur, niemand hat bisher dunkle Energie gesehen. Sie wurde in noch keinem Labor der Welt nachgewiesen. Hier ist der Physiker Dr. Dylan Sabulski. Das Zitat hier stammt aus einer aktuellen Veröffentlichung aus dem Jahr 2019 und da sagt er, unsere Messung zeigt keinen Hinweis auf eine neue Kraft. Also diese Kraft hat man nicht gefunden, die gibt es nicht. Wie groß das Problem ist, es wird einem bewusst, wenn man erkennt, dass dunkle Energie laut dem Urknallmodell alles durchdringen und rund 70% der Energie in unserem Universum ausmachen soll. Nun, an dieser Stelle kommt wieder Spinozas Gott zum Vorschein. Weil anstatt eines das Universum übersteigenden Gottes nimmt man jetzt an, dass alle Kräfte aus dem Universum selbst stammen. Ein Universum, das sich aber ganz aus sich selbst heraus erklärt, das führt zu unlösbaren Problemen, wie zum Beispiel Stephen Hawkings Quantenpotentialmodell zeigt. Also denken wir nochmal kurz zurück an den Münchhausen. Das ist das grundsätzliche Problem, das wir hier haben. Ein Universum kann sich nicht selber erschaffen. Neben dunkler Energie spielt auch dunkle Materie eine Rolle im Urknallmodell. Während dunkle Energie für die Ausdehnung des Universums sorgt, soll dunkle Materie diese Ausdehnung wieder etwas abbremsen, sodass genügend Zeit war, dass sich aus dem Staub und Gas des Urknalls die Sterne und Galaxien bildeten. Also wir haben hier die Situation, dass sich nach dem Urknallmodell das Universum ausgedehnt haben soll. Wir haben also zwei Kräfte. Wir haben die dunkle Energie, das ist wie eine Feder sozusagen, die das Universum ausgedehnt hat. Aber gleichzeitig braucht es noch dunkle Materie, die anzieht. Nun, für die dunkle Materie gibt es einige Indizien aus astronomischen Beobachtungen. Aber wie im Fall der dunklen Energie fehlen die Labornachweise und man weiß nicht, woraus die dunkle Materie eigentlich genau bestehen soll. Zusammen mit der dunklen Energie macht die dunkle Materie laut Urknallmodell rund 95% der Energie im Universum aus. Und weil jetzt die Labornachweise fehlen, heißt es, dass das Urknallmodell folglich zu 95% mit physikalisch unbekannten Formen von Energie und Materie hantiert. Das bestätigt uns hier der Physiker Professor David Klein. Er sagt, die Begriffe, die wir für die unbekannten Komponenten verwenden, nämlich dunkle Materie und dunkle Energie, spiegeln im Wesentlichen unsere Unkenntnis wider. hier nochmal bildlich veranschaulicht, das Universum laut Urknallmodell, nur 5% in diesem Urknallmodell sind die Materie, die wir sehen können da draußen, also alles, was an Sternen, Galaxien und so weiter vorhanden ist. 26% soll dunkle Materie sein, das sind jetzt die aktuellsten Zahlen nach dem Modell, und 69% ist dunkle Energie. Also zusammen 95% ist unbekannt. Trotzdem wird die dunkle Materie in den Medien oft als Bestätigung des Urknallmodells präsentiert. Und das rührt daher, dass dunkle Materie von den Vertretern des Urknallmodells in ihren theoretischen Simulationen zur Entstehung von Galaxien verwendet wird. Ja, da gibt es solche Simulationen wie hier. Das ist ein Beispiel einer theoretischen Simulationsrechnung zur Galaxienentstehung mit Hilfe von dunkler Materie. Diese Simulationsrechnung nimmt an, dass sich durch dunkle Materie Galaxien gebildet haben sollen. Aber das ist eine Annahme, dass das so gewesen sein soll. Das wird in der Öffentlichkeit in der Regel aber verschwiegen, diese Annahme. Und weil es eine Annahme ist, kann es daher auch kein Beweis für das Urknallmodell sein. Das eigentliche Problem ist aber, dass auch dunkle Materie noch nicht reicht, die Entstehung von Galaxien zu erklären. Und da stellt sich heraus, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie die Sterne ursprünglich entstanden sind. Da geht es nämlich schon los. Sterne, wie auch unsere Sonne, sind im Prinzip nichts anderes als Feuerbälle aus sehr heißem ionisiertem Gas, die durch die Schwerkraft zusammengehalten werden. Nun, bei den Überlegungen zur Sternentstehung, wie könnten so Sterne entstanden sein, geht man davon aus, dass es ursprünglich einen Urnebel gegeben hat, eine Materieansammlung aus Gas und Staub, und das soll sich dann zu einem Stern verdichtet haben. Aber das Problem ist, normalerweise verdichtet sich so eine Materiewolke im Weltraum nicht einfach so von selber. Also wenn wir hier so eine Materiewolke haben, die sich vielleicht auch noch um sich selber dreht, dann ist das Problem insbesondere bei Gaswolken, dass sich die normalerweise schnell ausdehnen und sich nicht zusammenziehen. Das passiert nur, dass sie sich zusammenziehen, wenn sie dicht oder kalt genug sind. Da hat man vorgeschlagen als Lösung die Schockwelle eines explodierenden Sterns, einer Supernova, die die Gaswolke verdichtet. Der Gedanke ist also der, dass dieser explodierende Stern eine Gas- oder Staubwolke verdichtet, und durch diese Verdichtung sollen dann einzelne Sterne so entstanden sein, weil eben dort an einzelnen Stellen das Gas dicht genug war. Aber die Frage ist natürlich jetzt berechtigt, woher kam jetzt der explodierende Stern? Wenn wir nämlich explodierende Sterne brauchen, um Sterne entstehen zu lassen, haben wir das Henne-Ei-Problem. Wir haben das Problem ja gar nicht gelöst. Also hat man eine zweite Lösung vorgeschlagen. Man hat gesagt, naja gut, wir kühlen jetzt die Gaswolke ab durch die Strahlung von Wasserstoffmolekülen. Wasserstoff gibt es da ganz viel da draußen im Weltall in diesen Wolken. Infrarotstrahlung, also Wärmestrahlung, kühlt jetzt diese Wolke ab und irgendwann fällt die in sich zusammen. Man hat aber festgestellt, dieses Abkühlen passiert nicht einfach so, das braucht immer Staub. Das kann man theoretisch berechnen, das kann man im Labor testen. Man braucht also Sternenstaub, damit sozusagen überhaupt diese Abkühlung stattfindet. Also mit anderen Worten, wenn wir Sternenstaub brauchen, um Sterne entstehen zu lassen, haben wir wieder das Problem nicht gelöst. Deswegen sagt hier ganz zu Recht der Astrophysiker Professor Neil deGrasse Tyson, wenn wir nicht schon wüssten, dass es Sterne gibt, würde uns die aktuelle Forschung jede Menge überzeugender Gründe dafür liefern, warum Sterne sich niemals bilden konnten. Ein weiteres gravierendes Problem ist, dass im Urknallmodell das Universum am Anfang aus gleich viel Materie und Antimaterie hätte bestehen müssen. Als sich dann das Universum weiter ausdehnte, hätten sich Materie und Antimaterie wieder gegenseitig auslöschen müssen und ein materielloses, allein mit Energie erfülltes Universum zurücklassen müssen. Aber das ist ja offenbar nicht richtig, weil heute beinhaltet unser Universum ja jede Menge an Materie, die ist ja da. Eine mögliche Erklärung im Urknallmodell ist jetzt, dass aus irgendeinem Grund am Anfang mehr Materie als Antimaterie erzeugt wurde, sodass Materie übrig blieb. Man spricht da von einer Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Aber auch gibt es da wieder Labormessungen, die dieser Hypothese widersprechen. Hier zum Beispiel der Physiker Dr. Christian Smorra sagt Folgendes: Alle unsere Beobachtungen ergeben eine vollständige Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie, weshalb das Universum eigentlich nicht existieren dürfte. Es wurde daher als Alternative ein noch viel spekulativeres Paralleluniversum vorgeschlagen, in dem bei der Entstehung des Universums alle Antimaterie verschwunden sein soll. Also als das Universum im Urknall entstand, da soll quasi noch ein zweites Paralleluniversum entstanden sein, in dem soll dann die ganze Antimaterie drin verschwunden sein. Nun, ein solches Paralleluniversum ist natürlich wieder keine wissenschaftliche Hypothese, weil eine wissenschaftliche Hypothese, wie gesagt, überprüfbar sein muss. Und das geht aber in diesem Fall nicht, weil wir nicht einfach in das Paralleluniversum reisen und nachschauen könnten, woraus es wirklich besteht, falls es dieses Universum denn wirklich gäbe. Tatsache ist einfach, dass bis heute keine Lösung für dieses Problem der fehlenden Antimaterie gefunden wurde. Und das wiederum bedeutet, dass der Ursprung der Materie selbst unbekannt ist. Denn ohne Antimaterie gibt es nach dem Urknallmodell auch keine Materie. Deswegen sagt hier der Physiker Professor Mikhail Shaboshnikov, der Ursprung der Materie bleibt eines der großen Mysterien in der Physik. Nun, für Shaboshnikov ist der Ursprung der Materie ein Mysterium der Physik. Für den an einen Schöpfergläubigen liegt aber das Mysterium in Gott selbst. Die Physik ist aber, wie man sehen kann, offenbar für manche ihr Gott. Noch ein Problem des Urknallmodells ist das angebliche Alter unseres Universums von rund 15 Milliarden Jahren. Diese Altersangabe steht im Widerspruch zu Beobachtungen, die auf ein viel jüngeres Universum hinweisen. Wir haben hier zum Beispiel die Spiralgalaxien, die sich so schnell drehen, dass sich die Galaxienarme spätestens nach 0,2 Milliarden Jahren aufgewickelt haben müssten. Die inneren Teile drehen sich also viel schneller als die äußeren, werden sozusagen rasch nach innen gesogen, wie in einem Strudel oder wie man die Federspirale in einer mechanischen Uhr aufzieht. Wenn sich aber die Galaxienarme ständig aufwickelten, mit der Annahme der Gleichförmigkeit, das ist ja immer die Grundannahme der Vertreter der Evolutionstheorie, dass die Dinge immer gleich abgelaufen sind, dann kann folglich das Universum nicht älter als 0,2 Milliarden Jahre sein. Andernfalls gäbe es ja gar keine Spiralgalaxien mehr. Natürlich kann das Universum auch ohne weiteres nur ca. 6.000 Jahre alt sein. Ist kein Widerspruch zu den Spiralgalaxien. Ein anderes Beispiel, was ich noch bringen möchte, das sind Supernovae, die hat man ja schon gesehen, diese explodierenden Sterne, die bei ihrer Explosion einige Tage heller scheinen können als alle rund 100 Milliarden Sterne zusammen in der jeweiligen Muttergalaxie. Also sie können sehr, sehr hell sein. Nach ihrer Explosion bleibt in der Regel eine Hülle von heißem Explosionsgas übrig, das sich dann rasch ausdehnt und dabei auskühlt. Hier zum Beispiel ist der Supernova-Überrest einer Supernova, die im Jahr 1054 nach Christus am Himmel zu beobachten war. Die Chinesen haben das beobachtet. Das ist der sogenannte Krebsnebel. Und dieses Gas, das dehnt sich aus hier, wie man beobachten kann. Nun, man hat in benachbarten Galaxien im Durchschnitt 2 Supernova-Explosionen pro Galaxie und pro Jahrhundert beobachtet. Nach theoretischen Berechnungen ist es aber so, dass dieses heiße Explosionsgas 120.000 Jahre sichtbar ist. Dann ist es so weit abgekühlt, dass man es nicht mehr sehen kann. Und daraus kann man dann berechnen, eine Anzahl von 2400 Supernova-Überresten, die in unserer eigenen Galaxie vorhanden sein sollten. Aber tatsächlich hat man rund 200 Supernova-Überreste gefunden. Also nur 200. Und 200 entsprechen bei durchschnittlich 2 Supernova-Explosionen pro Jahrhundert, wieder mit der Annahme der Gleichförmigkeit, 200 durch 2 pro 100, das gibt 10.000 Jahre. Das heißt, unsere Galaxie kann nicht älter als 10.000 Jahre sein. Insbesondere kann sie aber zum Beispiel ohne weiteres auch 6.000 Jahre alt sein. Das waren nur 2 Argumente. Ich habe weitere Argumente in meinem Vortrag, wie alt ist die Welt. Ich möchte das Fazit ziehen. Das Urknallmodell hat eine Vielzahl von weiteren Problemen und beruht auf einer Reihe von unbewiesenen Hypothesen und Annahmen. Wir wollen jetzt zum biblischen Modell gehen und schauen, welche Antworten wir da kriegen. Zunächst einmal zum Alter des Universums. Das biblische Modell beruht auf den Aussagen der Bibel zur Entstehung des Universums. Und danach entstand das Universum nicht vor rund 15 Milliarden Jahren durch den Urknall, sondern Gott schuf das Universum vor ca. 6000 Jahren in 6 Tagen aus dem Nichts. Der zweite Punkt bezüglich dem kosmologischen Prinzip. Gott war nicht gezwungen, das kosmologische Prinzip zu erfüllen. Ja? Er musste auch zu keinem mathematischen Trick greifen und das Universum so erschaffen, dass es nur aus der Oberfläche einer ansonsten hohlen 4-dimensionalen Kugel besteht. Stattdessen konnte er das Universum auch als echte 3D-Vollkugel mit Zentrum und Rand erschaffen, wo sich unsere Milchstraße im oder nahe dem Zentrum des Universums befindet. Das ist eine ganz reale Möglichkeit. Das bestätigt uns hier zum Beispiel der Mathematiker und Templeton-Preisträger Professor George Ellis. Er sagt, die Leute müssen sich im Klaren sein, dass es eine ganze Reihe von Modellen gibt, die die Beobachtungen erklären können. Zum Beispiel kann man ein kugelsymmetrisches Universum konstruieren mit der Erde im Mittelpunkt. Dritter Punkt, Rotverschiebung. Erster Teil dieses Punkts. Gott konnte hier das Universum von Anfang an in der heutigen Größe erschaffen. Das hätte er machen können. Und abschließend hätte er den Raum verspannen können. Durch diesen Effekt konnte dann eine entfernungsabhängige Rotverschiebung erzeugt werden. Es gibt Modellrechnungen und danach durchlief das Licht, das aus größeren Entfernungen zu uns kam, einen größeren Potentialunterschied als Licht, das aus geringeren Entfernungen zu uns kam. Und das führte zu dieser entfernungsabhängigen Rotverschiebung. Und dabei nimmt man auch noch an, dass die Masseverteilung im Universum am Anfang nicht gleichförmig war. Also das ist im Prinzip die Situation. Gott erschuf das Universum vor 6000 Jahren und hat es nicht ausgedehnt. Es gibt eine Alternative. Alternativ hat Gott das Universum vielleicht nach seiner Erschaffung doch noch etwas weiter ausgedehnt. Muss nicht viel sein. Und in diesem Fall ist die Rotverschiebung auf den Doppler-Effekt der sich von uns entfernten Galaxien zurückzuführen. Dann könnte man das vielleicht schon sagen. Also dann wäre das so plakativ veranschaulicht, so in etwa wie hier. Gott erschafft aus dem Nichts das Universum und vergrößert es dann noch ein bisschen. Ich habe es also hier stark übertrieben natürlich in der Darstellung, damit man das sehen kann. Aber das ist auch eine reale Möglichkeit. Aber ganz gleichgültig, ob Gott das Universum in der heutigen Größe erschaffen hat oder ob er es noch ein Stück weiter ausdehnte, kann die Rotverschiebung auch eine ganz andere, bisher unbekannte Ursache haben als den Doppler-Effekt oder die Verspannung des Raums, das hatte ich ja schon angedeutet. Und diese Möglichkeit hatte, wie gesagt, auch schon Edwin Hubble, der Entdecker der Rotverschiebung, in Betracht gezogen. Also wir haben da auch kein Problem mit der Rotverschiebung. Wie geht es weiter mit der dunklen Energie? Die dunkle Energie, die ist im biblischen Modell einfach nicht nötig, weil Gott nämlich selbst kann das Universum vermöge seiner Kraft im Gleichgewicht halten. Ja, Gott ist sozusagen hier die Kraft oder liefert die Kraft und nicht irgendwie eine unbekannte Größe. Wie sieht es aus mit der Antimaterie? Auch Antimaterie ist im biblischen Modell nicht nötig, weil Gott erschuf alles aus dem Nichts. Als Schöpfer der Naturgesetze konnte sich Gott natürlich über die Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie hinwegsetzen. Wie sieht es aus mit der dunklen Materie? Gott war frei, dunkle Materie als eine uns bisher unbekannte Form der Materie zu erschaffen. Das konnte er tun, wenn er wollte. Aber das beweist nicht, dass dunkle Materie auch wirklich nötig ist, um die Entstehung von Galaxien zu erklären. Gott konnte die Galaxien einfach vermöge seiner Kraft aus dem Nichts erschaffen. Und dann komme ich zum 7. Punkt, den ich ein bisschen ausführlicher noch erläutern möchte. Die kosmische Inflation, die also als diese spekulative Lösung für das Lichtlaufzeitproblem des Urknallmodells vorgeschlagen wird, die wird im biblischen Modell nicht benötigt. Allerdings muss man fairerweise sagen, das biblische Modell hat auch ein eigenes Lichtlaufzeitproblem. Worin besteht dieses Lichtlaufzeitproblem, das oft als Kritik vorgebracht wird? Das besteht darin, wie es möglich ist, dass uns in einem nur ca. 6000 Jahre alten Universum das Licht von Galaxien erreichen konnte, die Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. In 6000 Jahren hätte das Licht ja nur 6000 Lichtjahre zurücklegen können, so wird argumentiert. Nun, es wurden für dieses Problem schon verschiedene Lösungen vorgeschlagen, zum Beispiel erschaffenes Licht oder veränderliche Lichtgeschwindigkeit oder Zeitdilatationseffekte. Aber im Folgenden wird von mir ein neues Modell vorgestellt, in dem alle Objekte im Universum nicht älter als ca. 6.000 Jahre sind und das dabei nur bereits bekannte Sachverhalte aus der Relativitätstheorie heranzieht. Man muss dazu sagen, dass Einsteins Relativitätstheorie ganz unerwartete und nicht intuitive, also nicht einleuchtende Konsequenzen hat, die unserer Erfahrung aus dem Alltag zu widersprechen scheinen. Und solche Effekte werden normalerweise erst bemerkbar, wenn man sich mit der Lichtgeschwindigkeit bewegt oder der Lichtgeschwindigkeit annähert, was auch der Grund einfach dafür ist, dass wir das im Alltag nicht bemerken. Ja, wir bewegen uns ja viel langsamer. Das hier ist der Wert der Lichtgeschwindigkeit, also 299 Millionen Meter pro Sekunde ungefähr. Man muss sagen, dass eines der seltsamsten Ergebnisse der Relativitätstheorie ist, dass die Zeit keine absolute Größe ist. Es gibt keine absolute Zeit, sondern die Zeit hängt vom Bezugssystem und auch von der Relativgeschwindigkeit ab. Aber das ist noch nicht damit genug, es wird noch seltsamer. Eine weitere Konsequenz ist, dass physikalisch nur die kombinierte Hin- und Rücklaufgeschwindigkeit eines Lichtstrahls gemessen werden kann, nicht aber die einfache Lichtgeschwindigkeit. Das klingt jetzt alles nicht intuitiv und ich versuche das mal ein bisschen zu erläutern. Wir haben hier links einen Laser stehen und eine Stoppuhr steht daneben. Am anderen Ende haben wir einen Spiegel. Der Lichtstrahl läuft jetzt bis zu dem Spiegel, er wird dort reflektiert und läuft wieder zurück. Die kombinierte Hin- und Rücklaufgeschwindigkeit ist c und die wird ermittelt, indem man nämlich die doppelte Strecke vom Laser zum Spiegel durch die gemessene Laufzeit t teilt. Das ist, wie man es im Prinzip messen kann. Soweit, so gut. Das ist ja noch relativ einfach. Wenn aber die Hin- und Rücklaufgeschwindigkeiten nicht gleich sind oder nicht gleich wären, dann hat man eine erste einfache Lichtgeschwindigkeit c1 vom Laser zum Spiegel und eine zweite einfache Lichtgeschwindigkeit c2 vom Spiegel zum Laser. Theoretisch könnte man jetzt wieder C1 und C2, also diese beiden Geschwindigkeiten berechnen, wenn man einfach die zwei Zeiten T1 und T2 messen könnte. Nun, es ist so, dass die hin- und zurückgemessene Lichtgeschwindigkeit oder die kombinierte Lichtgeschwindigkeit immer genau C beträgt. Die einfache Lichtgeschwindigkeit kann aber nicht gemessen werden. Jetzt kommt was, was uns nicht einleuchtet zunächst einmal. Und das liegt daran, dass man zwei Uhren an zwei verschiedenen Stellen nicht synchronisieren kann, wenn man nicht schon vorher weiß, wie groß die einfache Lichtgeschwindigkeit ist. Also wir haben hier die Situation, ich möchte es mal erläutern. Wir versuchen jetzt die einfache Lichtgeschwindigkeit zu messen. In unserem Beispiel die Lichtgeschwindigkeit C1 vom Laser bis zum Spiegel. Den Rückweg wollen wir jetzt nicht betrachten. Wir brauchen dazu zwei Uhren, eine beim Laser und eine beim Spiegel. Okay, soweit, so gut. Das Problem ist nur, dass wir beide Uhren synchronisieren müssen, um die Zeit zu messen. Müssen wir machen vorher. Aber wie machen wir das? Wenn wir einen Lichtstrahl vom Laser zum Spiegel schicken würden, dann könnten wir die beiden Uhren nur synchronisieren, wenn wir schon wüssten, wie lange der Lichtstrahl vom Laser zum Spiegel braucht. Das wissen wir aber gerade nicht. Das wollen wir ja erst messen. Okay, sagt vielleicht der andere, dann bin ich ganz schlau, dann machen wir das doch so, dann bringen wir die Uhren erstmal zusammen. Tun sie nebeneinander und synchronisieren die dann. Und dann transportieren wir die zweite Uhr zum Spiegel. Dann sind doch die Uhren synchron, oder? Das Problem ist, die Relativitätstheorie sagt uns, dass bewegte Uhren anders ticken. Wenn wir also die Uhr anfangen zu bewegen, dann fängt die an, sich schon wieder zu verstellen. Und zwar um einen Betrag, der von der unbekannten einfachen Lichtgeschwindigkeit abhängt und die Synchronisation ist dahin. Das ist selbst dann der Fall, wenn wir die Uhr ganz langsam zum Spiegel bewegen. Auch das klappt nicht. Mit anderen Worten, man müsste die einfache Lichtgeschwindigkeit bereits kennen, um die einfache Lichtgeschwindigkeit zu ermitteln. Also wieder Henne-Ei-Problem, das begegnet uns heute ja öfters. Und dass die einfache Lichtgeschwindigkeit hin und zurück unterschiedlich sein kann, ohne dass der Beobachter das sogar mitbekommt. Wir kriegen das gar nicht mit, wenn das so wäre. Das zeigt uns noch einmal folgendes Beispiel. In diesem Beispiel haben wir zwei Uhren, eine auf der Erde und eine auf dem Planeten Mars. Wir schicken jetzt ein Radiosignal von der Erde Richtung Mars. Das Signal übermittelt die Uhrzeit, wann es losgeschickt wurde, in unserem Fall 12 Uhr. Das Radiosignal saust mit Lichtgeschwindigkeit in Richtung Mars und als es dort ankommt, stellt die Marsstation ihre Uhr auf 12.10 Uhr. Weil die meint ja, die Lichtgeschwindigkeit zu kennen und berechnet anhand der bekannten Strecke Erde-Mars eine Laufzeit von 10 Minuten. Die Marsstation schickt jetzt ein Bestätigungssignal zurück zur Erde, das die Uhrzeit 12.10 Uhr übermittelt. Als das Signal auf der Erde ankommt, stellt man dort die Uhr auf 12.20 Uhr, weil man auch dort für den Rückweg 10 Minuten annimmt und jetzt sind beide Uhren synchron. Wunderbar, hat also gut geklappt hier. Aber es geht auch anders. Ohne dass beide Stationen es wissen, kann die Geschwindigkeit des Radiosignals von der Erde zum Mars zum Beispiel nur die halbe Lichtgeschwindigkeit betragen. Die Geschwindigkeit vom Mars zur Erde kann aber unendlich sein. Das Signal von der Erde zum Mars braucht jetzt 20 statt 10 Minuten, weil es nur noch halb so schnell ist wie vorher. Als es auf dem Mars ankommt, stellt man dort die Uhr aber wieder auf 12.10 Uhr, weil man ja nichts weiß von der halben Lichtgeschwindigkeit. Also sendet man das Rücksignal an die Erde mit der Angabe 12.10 Uhr. Da das Licht aber jetzt auf dem Rückweg unendlich schnell ist, braucht es gar keine Zeit und kommt tatsächlich um 12.20 Uhr auf der Erde an. Die Erdstation weiß aber davon wieder nichts und addiert wie vorher 10 Minuten zur Zeit des Rücklaufsignals. Man stellt die Uhr auf 12.20 Uhr und beide Uhren auf dem Mars und der Erde sind wieder synchron. Das heißt, das Beispiel zeigt uns ganz einfach, dass man immer zum selben Ergebnis kommt, auch wenn man gar nicht weiß, wie schnell sich das Licht jeweils auf dem Hin- und Rückweg bewegt. Solange es insgesamt in der Summe wieder die Lichtgeschwindigkeit ergibt, stimmt alles. Und das ist jetzt wichtig, weil die einfache Lichtgeschwindigkeit nicht gemessen werden kann, das geht physikalisch nicht, hat sie Einstein einfach frei gewählt, er hat sie einfach festgelegt. Und hier aus seiner Veröffentlichung, aus dem Jahr 1920 ist das, schon lange zurück, wir haben hier unten eine Strecke abgebildet mit 2 Punkten, A, B und einem Mittelpunkt M, und er sagt jetzt Folgendes, dass das Licht zum Durchlaufen des Weges AM und zum Durchlaufen der Strecke BM dieselbe Zeit braucht, ist in Wahrheit keine Voraussetzung oder Hypothese über die physikalische Natur des Lichts, sondern eine Festsetzung, die ich nach eigenem Ermessen treffen kann. Also vollkommen richtig hat er das verstanden. Man kann einfach festlegen, wie groß die Lichtgeschwindigkeit ist in einer Richtung. Und was hat Einstein jetzt gemacht? Er hat die einfache Lichtgeschwindigkeit so gewählt, dass seine Gleichungen möglichst einfach wurden. Man kann die einsteinschen Gleichungen im Prinzip, also diese Gleichungen der speziellen Relativitätstheorie, auch so aufschreiben, dass man sogar 2 Lichtgeschwindigkeiten hat, eine in die eine und eine in die andere Richtung. Diese Gleichungen sind allerdings komplizierter und nicht symmetrisch, aber sind genauso gültig. Und speziell kann man die beiden Geschwindigkeiten, halbe Lichtgeschwindigkeit und unendlich wählen für die Hin- und Zurückstrecke. Und jetzt kommt nach all dem, was bedeutet denn das jetzt? Was bedeutet das, wenn die Lichtgeschwindigkeit c halbe ist, also die halbe Lichtgeschwindigkeit für Licht, das vom Beobachter wegläuft, aber unendlich für Licht, das auf uns zukommt? Naja, dann kann uns das Licht der Galaxien und Sterne, ganz egal, wie weit die weg sind, ob die jetzt Milliarden Lichtjahre entfernt sind oder ob die vor unserer Haustüre liegen, das kann uns in einem Moment erreichen, sofort. Das heißt, wenn wir jetzt zum Sternenhimmel blicken, ich weiß nicht, ob wir heute den Sternenhimmel sehen, dann sehen wir das Universum so, wie es jetzt gerade ist, und zwar überall. Wir sehen nicht in die Vergangenheit, wie oft behauptet wird, sondern wenn das stimmt, was ich hier erklärt habe, dann sehen wir in die Gegenwart. Damit gibt es gar kein Lichtlaufzeitproblem mehr, weil die Lichtlaufzeit 0 beträgt. Also nächstes Mal, wenn Sie den Nachthimmel betrachten und die Sterne anschauen, dann können Sie die Möglichkeit in Erwägung ziehen, das ist also vollkommen im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie, dass das, was Sie da sehen, genau so ist, wie es jetzt auch ausschaut und nicht Milliarden Jahre alt ist. Es ist insofern auch sehr faszinierend, weil Gott in der Bibel mit Licht verglichen wird. Eine unendliche Geschwindigkeit des uns erreichenden Lichts passt doch perfekt dazu, denn der biblische Gott ist nicht an die Zeit gebunden. Und er kann seine Schöpfung und Geschöpfe sozusagen jederzeit ohne Verzögerung sofort erreichen. Und das würde auch im Prinzip, wir haben es in der Pause diskutiert, auch einige quantenphysikalische Effekte, diese fehlende Verzögerung erklären. Der Gott der Bibel ist eben nicht der Gott Einsteins oder der Gott Spinozas, der in allen Dingen steckt, sondern er ist ein Gott, der außerhalb seiner Schöpfung wohnt und doch ist er uns in jedem Augenblick unendlich nah. Also es gibt keine Verzögerung, wie uns Gott erreicht. Das Licht ist hier ein Bild dafür. Das führt mich zum letzten Punkt, das Universum und Sie. Niemand zwingt Sie, an das Urknall-Universum zu glauben, das durch rein natürliche Prozesse entstanden ist. Das Urknallmodell benötigt viele Hypothesen und hat viele ungelöste Probleme. Und es ist keinesfalls wissenschaftliches Fakt. Stattdessen ist es so, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Einklang sind mit einem Schöpfer. Ja, sie weisen aufgrund der Feinabstimmung, wo ich auch schon darauf hingewiesen habe, sogar klar auf ihn hin. Und dieser allmächtige Schöpfer ist auch keine unpersönliche Kraft, wie wir das jetzt heute schon immer wieder gehört haben, sondern er ist eine lebendige Person, die das Universum mit Weisheit und Einsicht geschaffen hat und es Kraft ihrer Allmacht aufrechterhält. Und das Universum ist ein Monument von Gottes Größe und Herrlichkeit und es zeigt uns, dass er existiert. Aber Gott bezeugt sich nicht nur durch seine Schöpfung. Er erleuchtet auch jeden Menschen geistlich von innen heraus, weil Gott Licht ist. In der Bibel heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, Gott ist Licht. Und keinerlei Finsternis ist in ihm. Vor rund 2000 Jahren kam dieses Licht, das jeden Menschen erleuchtet, auf unsere Welt. Aber die Menschen erkannten ihn nicht. Warum haben die Menschen ihren Schöpfer nicht erkannt? Und der Grund ist ganz einfach, weil sie die Finsternis mehr liebten als das Licht. Sie haben ihre eigenen Werke oder eigenen Wege mehr als Gott geliebt und wollten nicht davon lassen. Und damit haben sich die Menschen selber verurteilt. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 19 heißt es, darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Die Menschen aber, die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer ist jetzt dieses Licht? Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der vor rund 2000 Jahren Mensch wurde. Er hat sich selber am Kreuz für die Sünden der Menschen hingegeben und stand wieder von den Toten auf. Gott hat jetzt einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt richten wird. Und jedem, der umkehrt von seinen eigenen Wegen und an Jesus Christus glaubt, wird das Opfer am Kreuz angerechnet. Er wird nicht verurteilt und erhält von Gott das ewige Leben. Wer aber nicht umkehren will und weiter lieber in der Finsternis wandelt, der wird verurteilt werden. Er muss die ewigen Konsequenzen selber tragen. Das heißt, Gott stellt jeden Menschen in diesem Leben vor eine Entscheidung. Und vor dieser Entscheidung kann sich auch kein Naturwissenschaftler drücken, man kann sich auch nicht hinter Theorien verstecken, wie wir gesehen haben, weil letztlich basieren diese Theorien auch wieder auf unbewiesenen Annahmen und sind scheinbar ein Bollwerk, aber dieses Bollwerk ist letztlich nur ein Kartenhaus, wenn man die Annahmen betrachtet. Wir können das Universum in seiner ganzen Komplexität im Grunde nicht erklären, sondern können immer nur Versuche machen, Modelle, die aber letztlich, wenn sie ohne Gott funktionieren wollen, in sich zusammenbrechen müssen. So ist das ganze Universum konstruiert. Und jeder, der sich sozusagen mit der Schöpfung befasst, da muss ja gar kein Naturwissenschaftler sein, der einfach die Natur mit offenen Augen betrachtet, der stellt das fest. Und dann haben wir noch den zweiten Punkt, dass jeder Mensch weiß, dass er Schuld hat. Jeder Mensch weiß, dass er eigentlich von Natur aus nicht im Licht steht, sondern eigentlich das Licht scheut. Und so war es bei mir auch, vor allen Dingen deswegen, weil ich einfach dieser entscheidenden Frage aus dem Weg gegangen bin. Ich wollte nicht, dass da ein Gott existiert, der so in mein Leben hineinregiert, der mir sozusagen vorgeschrieben hätte, was richtig und was falsch ist. Aber genau um das geht es. Das ist diese Entscheidung, die jeder Mensch in diesem Leben treffen muss. Das ist eine Entscheidung mit ewigen Konsequenzen. In der Bibel heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.